Der springt auch jedes Mal so extrem weit ab. Er wäre fast geflogen. Fast wäre er geflogen. Diese scheiß Dreckshuren-Fickkiste hier, ey. Ich hab doch hochgeladen und habe ich nicht freigegeben. So. Juan. Ja, heute. Ja, ich hab doch hochgeladen, dass Livestream ist. Bom, bom. Oh, toll. Hab ich doch. Ich habe eine Umfrage gemacht, in der ich schon fast alles beantwortet habe. Dann habe ich den Dienstag habe ich ein Ankündigungsvideo hochgeladen, dass ich heute streame. Und ich habe heute nochmal eine Ankündigung gemacht, dass der Stream jetzt online ist. Nichts gesehen. Du musst da Augen aufmachen. Was ist das hier mal für ein Level? Haben wir alle Kisten? Also hier schon, aber ich meine jetzt. Ja! So, wie gehen die jetzt? Okay, abwechselnd einfach. Und ihr? Okay, da kann man einfach so durchlaufen. Hui! Okay. Badaba. Was für Infobox? Castle Machinery, endlich mal ein Level, vernünftiges. Leben! Wir haben zwar 99, ist mir aber egal. Einfach weil wir es können. Tschüss! Ich hätte mich eigentlich auch einfach sterben lassen können, aber. Pascal ist so ein Senfgrün. Also es ist nicht so grün, wie es da im Bild ist. Es ist mehr so gelblich. Ja, konnte man im Original nur einmal machen. Ich glaube, alle Leben, die es gab, konnte man auch nur einmal holen. Sind jetzt wieder da?
Nee. Das ist Tannengrün. Ne. Das ist kein Tannengrün. Was hast du für Tannen? Darf man hier sterben? Mal so ganz unverbindlich gefragt. Ich habe jetzt nicht auf die Farbe des wundervollen Edelsteins geachtet. Nee, aber der nicht so grün. Das ist eher so kotzgrün, was du hast. Tannengrün ist richtig dunkel. Oder mit bläulich ein bisschen. Aber nicht so ein Senfgrün. Oh nein, hier gibt's ja dieses komische Sprunggezumpel da. Was so ganz wahr ist. Das ist irgendwie eine Kiste, die ist sehr tief unten. Wenn ich mich recht entsinne. Kannst sterben, so oft du willst. Das ist sehr schön. Schulz. Darf man hier hin? Sie. No. Dann Farbe. Da habe ich, glaube ich, auch schon im Original versucht, da oben hinzukommen. Da war aber nie was. Ich weiß gar nicht, ob man da hin. Julia, du bist die Beste. Wow. Wow, einfach nur wow. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte Kisten vergessen. Ah, hier ist es. Wundervolle. Schaut es euch an. Oh, das ging ja klar hier. Aua. Ja, das ist, der Gameboy-Player ist echt wunderschön. Ich mag das Ding voll. Extra nur diesen komischen Rhythmus gemacht, damit man stirbt. Yay! Pokémon Kolosseum. Badaba. 76%. Habe ich das eben? Ich habe das, glaube ich, gar nicht vollendet. Eben vor allem, das war ziemlich am Anfang des Spiels, dass die Schrift aussieht wie die Schrift von Indiana Jones. Punkt.
Nitros Brio. Vorletzter Boss. Mag ich nicht. Der ist doof. Da ist schon meine Maske hin, weil ich nicht aufgepasst habe. Natürlich. Aber jedenfalls, der muss hier halt nicht immer laden. Das ist sehr schön. Jetzt mach! Schmeiß deine Scheiße! Oh, das wusste ich ja auch noch nicht, dass das geht, dass man die wegdrehen kann. Also, dass sie nur so dann so weggehen. Miep. Weg, weg. Weg. Bewahrt. Oh. Er hat mich getötet. Again. Los! Dann muss ich mir bei diesem lila Zeug auf jeden Fall noch was anderes einfallen lassen. Ach komm! Spacko! Lief so gut, ne? Am Anfang so. Nee. Es ist so anstrengend, das lila Zeug zu schmeißen. Oh Mann, ey. Aber wir sind ja jetzt auf einmal 20 Zuschauer da. Hallo! Dessen. Komm, schmeiß los. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das hier mit dem Radius ist von den Typen. Ach man, jedes Mal die gleiche Scheiße. Ah, Dankeschön für die Mitleidsmaske. Ich glaube, Mitleidsmasken gab es im ersten Teil noch gar nicht. Die sind jetzt im zweiten Teil dazugekommen. Glaube ich. Lasst mich alle in Ruhe, ihr kleinen Glitsch-Dinger da. Okay, die Chancen stehen noch hoch. Wir haben noch unsere Mitleidsmaske. Okay, da ist sie weg. Okay, das war gut. Jetzt trinkt ihr das, ne? Ja. Jetzt kommt die Scheiße. Aber der fängt wieder von da aus an, ne? Nee, natürlich nicht.
Weil das ist richtig beschissen, wenn der so groß ist, den zu treffen. Weil das richtig beschissen ist abzuschätzen. Beschissen, beschissen, beschissen. Ich kann es noch 5-mal sagen.